Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Sie, das heißt einmal diejenigen, die uns regelmäßig die Ehre geben, an unseren Forumsabenden teilzunehmen. Ich freue mich auch, dass Vertreter des Projektträgers heute Abend zugegen sind und begrüße Sie ganz herzlich. Frau Schürmann ist seit dem Oktober-Fellow am Kolleg und Sie gestatten mir, dass ich ein paar einleitende Worte formuliere. Im Verhältnis von rechtlicher und ästhetischer Sphäre, wie wir gesehen haben, vor 14 Tagen einem schwierigen Sphärenverhältnis, das wir eben bei dieser Gelegenheit einmal von Dürkheim hier aufgerollt haben und im Einklang mit Tradition des deutschen Idealismus als ursprüngliche Einheit von Recht, Religion und Ästhetik erfasst haben und andererseits von Weber her als Problem der Differenzierung der auseinanderdriftenden Sphären explizieren konnten, sind wir nun gespannt auf einen darstellungstheoretischen Zugang, der von Eva Schürmann in unsere Diskussion eingebracht werden wird. Ob sich Recht Unrecht überhaupt darstellen lässt, gar einzelne Regelungen des Unternehmens- oder Arbeitsrechts, des Rechts der Leistungsstörungen und des Immobiliarsachenrechts, der Vermögensdelikte und des Verfassungsorganisationsrechts bleibt eine keineswegs selbstverständliche Prämisse. Gerade die Grenzen der Darstellung und der Darstellbarkeit, wie wir es im Zusammenhang von Erinnerungskulturen weltweit diskutiert haben, scheint auch zu tieferen Einsichten über das Verhältnis von Recht und Darstellung zu führen. Mit großer Neugierde also werden wir Ihrem Vortrag lauschen, sehr verehrte Frau Schürmann. Nur jetzt, wie soll man einen Lebensweg darstellen? Das gehört zum Ritual der Präsentation und der Darstellung. Darstellungstheoretisch werden Sie uns das natürlich nochmal erläutern, was das bedeutet. Eines Lebensweges, der Sie bis zu uns hier im Kolleg geführt hat, da sind natürlich nicht mehr als Abbreviaturen möglich. Eva Schürmann studierte Philosophie, Kunstgeschichte und Neue Germanistik sowie Komparatistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, das ist schon eine ganze Menge, an der Ruhr-Universität Bochum, wo sie 1994 den Magisterabschluss mit einer einigermaßen anspruchsvollen Arbeit über Spinozas Ethik erlangte. Das muss man als Magisterthema sich erstmal ausgesucht haben. Das ist tollkühn normalerweise, aber in diesem Fall vielleicht gar nicht. 1998 haben Sie an der Universität Witten-Herdecke Ihre Dissertation abgeschlossen, die im Jahr 2000 unter dem Titel Erscheinen und Wahrnehmen im Finck Verlag erschienen. Von 2001 bis 2009 waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Technischen Universität Darmstadt, Gastprofessur in Chicago, danach Habilitation 2007 mit einer Schrift zur Praxis visuellen Wahrnehmens. Dann schließlich Übernahme einer Professur für Kulturphilosophie und Ästhetik in Hamburg 2011, ein Ruf an die Otto von Guericke Universität Magdeburg, wo sie seither den Lehrstuhl für philosophische Anthropologie, Kultur und Technikphilosophie innehaben. Seit Januar 2014 sind Sie dort auch noch geschäftsführende Direktoren und haben es irgendwie geschafft, sich aus dieser Geschäftsführung davon zu stehlen, dass wir dafür einige administrative Mühen und investieren mussten. Ich glaube, daran können sich diejenigen, die daran beteiligt waren, Dr. Finner ist im Moment nicht da, vielleicht noch durchaus erinnern. Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang aber noch etwas anderes, nämlich die im März 2014 erfolgte Auszeichnung mit dem Wissenschaftspreis der ABI Warburg Stiftung. Die Laudatio wird im Dezember erfolgen und wir freuen uns darauf, in unserer kleinen Lerngemeinschaft, die wir ja darstellen, von der Formatidee her,
mitfeiern zu dürfen. Wir tun das erstmal aus der Ferne und dann werden wir hier noch nachfeiern. Denn seit Oktober 2014 ist Eva Schürmann Fellow am Käthe Hamburger Kolleg Recht als Kultur. Also, ich lasse es für heute mal bei dieser Kurzbiografie. Ich muss aber doch zumindest ein paar Werke erwähnen. Sehen als Praxis, STW Nummer 1890, kann man sich sehr gut merken, das Jahr, in dem Georg Simmels über soziale Differenzierung erschienen ist und viele andere bedeutende Werke der Soziologie, Geschichte der Philosophie und so weiter. Es kommen andere Arbeiten hinzu, die sich mit dem ärgerlichen Thema befassen, ob nicht die Literatur die bessere Moralphilosophie sei. So zu Henry James und anderen. Das erinnert an die von Wolf Leibniz in den drei Kulturen eingeschlagene Richtung. Da habe ich selbst auch mal ein bisschen dran mitgestrickt in dem Buch über Goethe als Gesellschaftsforscher, ob nicht eben auch die Literatur die bessere Soziologie sei. Ob sie die bessere Juristerei sei, das ist vielleicht noch einmal offen. Nun aber endlich zu Ihrem Vortrag. Was ist mit einer darstellungstheoretischen Untersuchung von Rechtsprechung und Rechtspraxis gemeint? Und welche Erkenntnisgewinne sind damit verbunden? Einer so schlichten Frage werden Sie sich nicht entziehen können und auch nicht wollen, wie ich Sie kenne. Also, wir sind sehr gespannt und vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank auch Werner Gebhardt für die freundliche Einführung, die wirklich sehr ausführlich und schmeichelhaft war. Es freut mich auch überhaupt sehr, jetzt hier mit einem internationalen Kollegenkreis ins Gespräch zu kommen über ein Projekt, das in der Tat noch ein bisschen Work in Progress ist und das auf ein Buch hinauslaufen soll, auf eine Darstellungstheorie in einem auch medienanthropologischen Sinne. Das wird aber heute Abend, also wo Darstellung als eine Grundform von Medialität entwickelt werden soll, die was über Menschsein und menschliche Lebensform aussagt. Das wird mich heute Abend aber nicht beschäftigen, weil ich heute Abend natürlich das auf die Frage nach dem Recht und den Künsten zuspitzen möchte. Ich werde den Vortrag auf Deutsch halten, aber werde versuchen, einige Basic Ideas parallel einzuspielen im Rahmen dieser PowerPoint-Präsentation. Und dadurch hat sich dann auch schon gleich die Titelverschiebung eingeschlichen, weil Darstellung halt so schlecht zu übersetzen ist oder die übliche Übersetzung mit Representation irgendwie irreführend ist oder mir jedenfalls ein Unbehagen bereitet. Ja, also if I would speak in English, I would speak of mediation. Und mediation meaning that we have to do with different medias of world disclosure when we speak of language and as well as picture and even of performances and embodiment. So I speak of media in a very broad sense and media as a capacity of present and not necessarily represent whatsoever. Yeah, also media is language, is picture, media is narration and depiction, but also performance and embodiment. The reason why I feel uncomfortable with this term representation is that it makes me think of a surrogate. A substitutional sign use, which has not the quality of making evident, of performing something, and that's why I prefer the term mediation, if not Darstellung in German. Gut, also mein erster Punkt: Darstellen als kulturelle Praxis nimmt seinen Ausgang von Nietzsche. Tatsachen gibt es nicht nur Interpretationen, lautet ein berühmtes Diktum aus Nietzsches Nachlass. Aber Nietzsche zeigt sich mit dieser Bemerkung konditioniert von dem, wogegen er sich wendet. Denn er verkehrt auf diese Weise nur einen dogmatischen Realismus in sein konstruktivistisches Gegenteil.
wie der sich selbst absolut setzende Perspektivismus übersieht, dass es Perspektiven nur geben kann, wenn es Gegenstände gibt, die durch sie in den Blick geraten, gibt es Tatsachen gerade deshalb, weil es Interpretationen gibt, die sie auslegen. Ja, also das ist auch verschiedentlich. Nietzsche gilt ja als Art Kronzeuge oder Ahnvater des Perspektivismus. Es ist verschiedentlich dagegen eingewendet worden, dass es in einer Art performativen Selbstwiderspruch führt, wenn man sagt, alles ist Perspektive, weil das dann selber auch eine Perspektive ist und man von Perspektivismus sinnvoll nur reden kann, wenn es etwas gibt, das perspektivisch in den Blick genommen werden kann. Und das ist insofern schon, wenn wir uns an die Debatte von letzter Woche erinnern, wo wir angedacht haben, dass es darum gehen muss, eine Art dritten Weg zu finden zwischen Determination und Willkür, also dass das Recht, obwohl es eine Frage der Darstellung sein oder des narrativen Zuschnitts sein könnte, trotzdem sowas wie einen Wahrheitsanspruch aufrechterhalten könnte, ja, dann ist dieser Gedanke des Perspektivismus oder die Kritik am Perspektivismus schon sehr entscheidend, weil hier ja gewissermaßen schon gesagt wird, dass Konstruktivismus und Realismus falsche oder schlechte Alternativen sind. Dass es Konstruktionen nur geben kann, weil es Realität gibt, die dadurch konstituiert wird. Ja? Also das mit anderen Worten, sowohl der Konstruktivismus als auch der Realismus recht hat. Das wäre schon eine Art dritter Weg. Die kulturelle Praxis lebt in und von einer Spannung zwischen Faktizität und Deutung. In konkurrierenden Deutungen und ihren Darstellungen stoßen kontroverse Geltungsansprüche aufeinander. Der Streit der Interpretationen ist insofern ein Kampf um die richtige Auslegung der Realität. Dabei kann aber vermutlich nicht genug betont werden, dass Deutungen im Allgemeinen keine privatsprachlichen Angelegenheiten sind, also keine Idiosynkrasien oder so, nicht etwas, was jemand mit sich selbst am Schreibtisch ausmacht. Das kann es natürlich geben, ja, aber das ist nicht das Interessante an einem interpretationsphilosophischen Verständnis von Praxis, sondern Interpretationen sedimentieren gleichsam in Institutionen, kulturellen Gepflogenheiten, Usancen, Weltbildern und so weiter. Und weil diese den Rahmen abstecken, innerhalb dessen überhaupt gedeutet werden kann, ja, sind Deutungen nicht so weniger willkürlich, als man meinen könnte. Also weniger frei, ja, und keineswegs frei flottierend, als vielleicht der Verdacht gegen sie es nahelegen würde. Also, sondern Deutungen werden ermöglicht und begrenzt durch eine sozial geteilte Praxis, durch kulturelle Überzeugungen, aber natürlich auch durch technische Möglichkeiten. Mein Projekt zielt nun auf eine Analyse der in Darstellungen greifbaren Deutungsschemata. Erproben möchte ich die These, dass es sich bei den Medien und den Tätigkeiten des Darstellens in Sprache und Bild, aber auch in sozialen Rollenverkörperungen und technischen Sichtbarmachungen um eine Schlüsselkategorie kultureller Praxis handelt. Praktiken des Artikulierens, Zeigens, Verkörperns bilden eine Grundform von Medialität, welche soziale Realitäten erzeugt. Ja, deswegen also, that's the reason why we could speak also of mediation. Mediation, but with the emphasis on this idea that the moods of presentation articulate certain patterns of world making or world viewing or interpretation. Yeah. Nelson Goodman would speak of world making, but we could also name it interpretation. Anyway, that's what is articulated and figurated by a certain depiction and Darstellungen. Und solche darstellerischen Praktiken finden nun überall dort statt, wo etwas perspektivisch angeordnet und ästhetisch vernehmbar gemacht wird. Mithin dort, wo Interpretationen sichtbar und Wahrnehmungsmuster greifbar werden. Zuvörderst ist das Darstellen natürlich Dreh- und Angelpunkt aller Künste. Deswegen ist es sicherlich gut, von dort aus einen Ausgangspunkt auf unsere Frage nach dem Verhältnis von Recht und den Künsten zu nehmen. Bilder und Texte, Filme und Theateraufführungen sind prinzipiell Darstellungen von höheren Reflexionsstufen und Inszenierungsgraden als Alltagspraktiken des Bildgebrauchs oder der sprachlichen Schilderung.
Aber wir stellen auch bereits dar, wenn wir morgens eine Berufskleidung anziehen und die damit verbundene soziale Rolle einnehmen. Ja, also das wird auch immer wieder empirisch berichtet von Leuten, die im Laborkittel eine Ratte sezieren können, aber im heimischen Garten nicht oder so, ja, weil man mit der Berufskleidung eben auch eine Rolle verkörpert, die dann bestimmte Praktiken ermöglicht oder eben verunmöglicht. Also wir stellen auch da, wenn wir Berufskleidung anziehen, wir stellen da, wenn wir abends erzählen, was uns begegnet ist oder was wir zu tun beabsichtigen, wenn wir dem Arzt einen Krankheitsverlauf schildern oder vor Gericht in den Zeugenstand treten, wenn wir eine Homepage gestalten oder einen Brief schreiben. Immer stellen wir jemanden oder etwas dar, indem wir etwas wahrnehmbar machen, zeigen oder verbergen. Dass das Ganze immer auch diese Unsichtbarmachungsseite hat, ist zweifellos etwas, was man mit einbedenken muss, aber andererseits auch ein eigenes Thema, also was ich jetzt vielleicht auch nur mal erwähnen kann und nicht unbedingt ausführen muss. Wir produzieren Darstellungen unwillkürlich durch bloßes Erscheinen müssen, aber auch willentlich durch bewusstes Gestalten. Wir rezipieren Darstellungen, wenn wir Nachrichten lesen oder ein Video auf YouTube anklicken. Wir legen Gründe dar, um Handeln zu rechtfertigen. Und die Dinge stellen sich uns in der Erinnerung anders dar, als wir sie in der Gegenwart erlebten. Wir machen uns Vorstellungen und haben Eindrücke, die auf dem beruhen, wie etwas sich zeigt oder präsentiert wird. Also das heißt, selbst so ein vielleicht tendenziell metaphorischer Gebrauch des Wortes darstellen, wenn wir sagen, jemandem stellt oder es stellt sich mir so dar und meinen damit, wir haben vielleicht einen gewissen Eindruck. Ja? Selbst so etwas wäre unter dem weiten Sinne von Darstellung als Vermittlungstätigkeit meiner Ansicht nach zu subsumieren, weil eben auch Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen gewissermaßen Medien sind, durch die hindurch etwas, natürlich nicht in einem gegenständlichen Sinne Medien, aber Medialität im Sinne so einer Vermittlungsdimension. Weil da kommt Plessner ins Spiel, weil unmittelbar eben gar nichts gegeben ist, sondern alles vermittelte Unmittelbarkeit ist. Im Einzelnen mögen Darstellungen stereotyp oder originell sein, künstlerisch oder unkünstlerisch, aber über die Qualität ist damit noch nichts gesagt. Immer jedoch liegt ihnen die Tätigkeit einer anordnenden Figuration zugrunde, Kraft und mittels derer etwas eine dargestellte Form annimmt. Also diese Formulierung Kraft und mittels ist vielleicht ganz wichtig, um zu einem Doppelsinn von Medialität zu kommen. Also, when we think of mediality, not only in the empirical sense, meaning newspapers or the internet or so, but also mediality in the sense of this broad dimension, yeah? Then we have to deal with media in which and by which culture is performed, and that means there's always the sense of that wherein we move, like fishes in water or so. We live in language like fishes in the water, and that's not an instrumental sense of mediality, but more this sense of wherein. And then there is this whereby, and that this is like then we speak of media like tools, like we speak of tools. Humboldt hat das schon von dem Medium der Sprache gezeigt, indem er zwischen Sprache als Ergon und Sprache als Energeia unterschieden hat. Ja? Energeia, das ist dieses, da bewegen wir uns in der Sprache als dem zentralen Kommunikationsmedium, durch das hindurch wir uns überhaupt die Welt erklären und verstehbar machen. Aber natürlich kann man sich der Sprache auch bedienen wie eines Hammers, mit dem man einen Nagel festmacht, also wie eines Tools, eines Werkzeuges. Und dieser Doppelsinn, ja, von einem milieuhaften Sinn von Medialität und einem instrumentellen Sinn von Medialität, den müsste man immer mitdenken, um ernst zu nehmen, was es heißt, dass Darstellen eine anthropologische Vermittlungsdimension ist. Ja? And when we think in this double sense of mediality, then we have to deal with presentation as well as representation, with narration as well as visualization, even with perception and memory. And the point, however, the important point is always that there is an operation of figuration
that shows something in order to make it evident, to prove in the juridical cases and so on. Aber mehr als im englischen Repräsentationsbegriff klingen im deutschen Wort Darstellung Bedeutungsnuancen des Hin-, Aus- oder Vorstellens mit, ja rein etymologisch auch, im Übrigen auch des Herstellens. Also dieses Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache verzeichnet Darstellen auch als etwas, das man zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Kontext benutzte, um bestimmte Eigenschaften, ich habe jetzt im Moment nicht mehr, ich glaube von Kupfer oder so, ich habe das Beispiel nicht mehr ganz präsent, aber so etwas zu erzeugen damit. Ja. Also dieser, das heißt, so eine Art poetische Note des Darstellens ist damit auch mit gemeint. Und Werner Gebhardt hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man beim Darstellen natürlich auch an Stellung beziehen oder Stellungnahme verkörpern denken könnte. Ja? Und dieses Bedeutungsumfeld von einer wirklichen Tätigkeit des Voraugenstellens, ja, des damit Evidentmachens und so, der klingt im Repräsentationsbegriff nicht so sehr mit, oder sagen wir mal, nur wenn man alle möglichen anderen Bedeutungsnuancen rauslässt, weil der Repräsentationsgedanke nun mal auf dem Stellvertretungsgedanken beruht, nicht? Dass das nur ein Zeichen ist, dass quid pro quo, dass etwas für etwas anderes steht. Das dargestellt ist etwas Hergestelltes zum Zwecke der Vergegenwärtigung von Vorgestelltem. Darstellung erscheint damit als ein mediales Worin und Wodurch kultureller Praxis. Maßgeblich ist, dass mittels darstellerischer Anordnungen nicht nur Gegenstände sichtbar gemacht werden, sondern, das ist für mich wirklich ein wichtiger Punkt, eine ganz bestimmte Sicht auf die dargestellten Gegenstände zum Ausdruck kommt. Also das ist der Darstellung weniger um das Dargestellte als um eine Weise, das Dargestellte zu sehen, zu tun ist. Ja? Die allgemeine Form jeder Darstellung ist deshalb, wie Ludwig Wittgenstein zu Recht bemerkt hat, Zitat, eine Art, wie wir die Dinge sehen. A way of seeing things. Ja? The form of depiction is a way of seeing things. Und ein am ästhetischen Darstellen geschultes Denken könnte nun in besonderer Weise geeignet sein, den im darstellerischen Ausdruck vernehmbar werdenden Deutungen, aber auch natürlich bestimmten Strategien der Herstellung bestimmter Eindrücke, analytisch und kritisch auf die Spur zu kommen. Ja, also das wäre so eine Art restemanzipatorisches Anliegen oder so des ganzen Projektes. Ja? Dass die Hoffnung wäre, damit so etwas wie eine kritische Darstellungs- und Medienkompetenz auszubilden, die Strategien bestimmter manipulativer Darstellungen zu durchschauen geeignet ist. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne auch den Vorschlag von Werner Gebhardt zu Beginn dieser Vorlesungsreihe ins Spiel gebrachten Vorschlag aufnehmen. Die Weberschen Wertsphären als so nicht-euklidische Geometrie gekrümmten Raumes oder so etwas zu verstehen und bewegliche Grenzen zu behaupten zwischen Ästhetik und der Sphäre des Rechts und eine Art Sphärenüberschreitung in dem, was man eben Rechtsästhetik nennen könnte oder diese Rechtsästhetik nicht als Frevel zu begreifen, ja, sondern als diese Überlappung von Wertsphären. Ja. Weil dann, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dann könnte man, glaube ich, gut zeigen, warum wir was anderes machen, was als nicht das Gleiche machen, was Rechtsrhetorik immer schon gemacht hat. Ja? Weil man könnte ja doch sagen, dass Rechtsrhetorik sowieso, dass es eine weite Tradition gibt, der Untersuchung der Narrativität des Rechtes, der Sprachabhängigkeit des Rechtes und so weiter im Falle der Rechtsrhetorik. Aber Rechtsästhetik wäre sphärenübergreifend, ja, die Form der Hergestelltheit bestimmter Rechtsauffassungen, bestimmter Falldeutungen und so untersuchen und dabei nicht nur auf Sprache einzugehen haben, sondern eben auch auf Rituale, auf Theatralität, auf Verkörperungsformen, ja, und so etwas. Und eben, also das Ästhetische ist dabei eine gute Referenzsphäre, könnte man vielleicht sagen, ja, weil wir es im Ästhetischen eben mit notwendigen Formgebungen, Sichtbarmachungen und Artikulationsleistungen zu tun haben, die Annahme einer neutralen Gegebenheit von Tatsachen als Mythos entlarven. I don't know if you know Sellers' famous notion of the myth of the given.
Seller named Myths of the Given, this idea that there is a neutral objectivity, the givenness of some reality. And that would be, from the point of media philosophy, that this would be a sort of Formvergessenheit, wie würde man das sagen, that would neglect the way in which sense and meaning is formed by a media of articulations. Und das zu berücksichtigen ist natürlich im Grunde eine Art Zuständigkeitsbereich von Ästhetik. Ja, weil im Ästhetischen werden wir mit der unhintergehbaren Wahrnehmungsbedingtheit alles Faktischen reflexiv konfrontiert und Ästhetik könnte jedenfalls einer bestimmten systematischen Konzeption nach der Ort der Berücksichtigung der Perspektivität allen Sprechens, Zeigens und Sehens sein. Im Ästhetischen kommen zudem Medialität und Performativität jeder Darstellungstätigkeit zum Ausdruck. Die Darstellungsabhängigkeit jetzt aber jedweder Bedeutung nicht im Sinne eines wahllosen Relativismus zu verstehen ist, sondern im Sinne eines unhintergehbaren Perspektivismus, ist das Anliegen meines Projektes. Deswegen der Einstieg mit Nietzsche. Ja? Zu sagen eben, natürlich, also jetzt nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, ja, wenn das alles so darstellungsabhängig ist und wir niemals die Sache selbst, sondern immer nur ihre Vermittlungsformen greifen können, dann können wir den Anspruch nicht mehr aufrechterhalten, dass es in Court um Truth and nothing but the Truth geht. Ja? Das wäre ja sozusagen das, was auf dem Spiel steht, oder das ist das, was wir letzte Woche angefangen haben zu diskutieren, dass das schwierig wäre, so einfach so zu sagen, oder dass das die Gefahr ist, die am Horizont dreut. Ja? Und wenn man das jetzt aber von dem, was ich über Perspektivismus gesagt habe, her variiert, dann sieht es ja doch so aus, dass man trotz aller Darstellungsabhängigkeit so eine Art Faktizität und auch faktische Geltung vielleicht zugrunde legen kann und dann immer nur nach den Perspektiven fragen kann, durch die das Faktische in den Blick genommen wird. Und dann kann man möglicherweise auch bessere von schlechteren Perspektiven unterscheiden. Die These lautet, dass es der Kompetenz einer kritischen Darstellungstheorie bedarf, um herauszufinden, wer was, wann, wie und zu welchen Zwecken darstellt. Für das Projekt einer kritischen Darstellungsanalyse ist es aber wichtig zu sehen, dass Darstellungen sich zum Dargestellten nicht verhalten wie Abbilder zur Wirklichkeit, sondern eben wie Perspektiven zum Perspektivierten. Das könnte man jetzt mit verschiedenen Autoren abstützen. Lyotard hat das mal, finde ich, sehr schön formuliert, als er sagte, man müsse sich gegen die Illusion sei metaphysisch. Man müsste die metaphysische Illusion verabschieden, dass Tatsachen den Sätzen vorangehen. Ja, also dass die Sätze sich zur Realität verhalten wie Abbilder, also wie Spiegel und so etwas. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da, nur ist es jetzt wohl auch nicht damit getan, zu sagen, ja, davon verabschieden wir. Also Rorty zum Beispiel hat dann ja auch mal vorgeschlagen, ja, Korrespondenztheorien insgesamt verabschieden und so. Wird man aber nicht los, weil natürlich beanspruchen wir, dass die Sätze die Realität abbilden. Worüber reden wir denn? Und natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt darüber rede, dann sind wir uns einig darüber, dass es das gibt und dass das real ist und so etwas. Ne? Das heißt, so ganz verabschieden lässt sich die Illusion nicht. Nur, was sich vielleicht verabschieden lässt, ist diese Spiegelungsdenkfalle, ja, von Sätzen wie Spiegeln und eben so wie 1:1 Abbildungen zu denken und dabei zu verkennen, in welchem Maße jene Ausdrucksweise zum Beispiel andere Perspektiven formuliert als diese. Also dass man mit Sätzen auch Formierungen des darin Ausgedrückten vornimmt. Ja? Also das wäre Lyotard für die Sprache. Ein französischer Kunsthistoriker hat das für Bilder, ähnlich wie Hubert Damisch, hat das mal gezeigt, indem er sagt, man müsse sich gegen die Idee wehren, dass Bilder Abbilder sind oder so etwas. Ne? Aber da ist es wieder dasselbe Problem, ich komme später noch zu Roland Barthes, ganz kurz. Da ist dasselbe Problem, wenn wir uns wirklich davon verabschieden würden, dass Bilder keine Abbilder sind, dann bräuchten wir die ganzen Überwachungskameras nicht.
Also natürlich bilden Bilder to a certain extent Realität ab. Nur wenn sie sich nur darin erschöpften oder wenn wir darüber verkennen, dass Bilder immer auch nur Ausschnitte sind und dass mit Bildern manipuliert werden kann und dass Bildern sich Entkontextualisierungen verdanken und so weiter, dann sind wir bei so einer Art Myth of the Given, ja? Dass es eben einfach Spiegelungen des Gegebenen wären. Und das wäre eben ein Mythos, ja? Auch wenn die Illusion nicht ganz zu verabschieden ist. Also der Punkt, Darstellungen verhalten sich zum Dargestellten nicht wie Abbilder zur Wirklichkeit, aber sehr wohl wie Perspektiven zum Perspektivierten. Und das heißt aber, sie sind immer so Mischformen von Konstruktion und Responsivität, Mimesis und Poiesis, könnte man mit Aristoteles sagen, Imitatio und Inventio. Die Praxis des Darstellens spielt sich demnach, wie ich nun zeigen möchte, stets zwischen den Polen Dokumentation und Fiktion, Beglaubigtem und Geglaubtem ab. Und mein zweiter Punkt, dass also auch Fragen von Recht und Unrecht abhängig sind von solchen Darstellungs- und Auslegungsprozessen, wurde als Narrativität erörtert und sehr schön formuliert hat das einmal James B. White, der das eben unter dem Stichwort Narrativität subsumiert hat. At its heart, the law is telling a story about what has happened in the world and is claiming a meaning for it by writing an ending to it. The lawyer is repeatedly saying, here is what happened, here is what it means, and here is why it means what I claim. That's the end of quote. Here we have the disturbing fact that truth is somehow dependent on activities of presentation in language and media. And there are at least two different types of truth at stake here. An adequation theory of truth, claiming that there is a certain correspondence of language and that what language refers to. And in consensus theory of truth, that is in a way more modest by claiming that that truth is mainly depending on social agreements, on a certain broad consensus about what has happened and what is really the case. A very interesting point in this is also that there are also two different references of truth, because we have the case as the question, what happened really? But we have also the law in the question, to what rule does it apply? Nicht wahr? Also wenn man sich fragt überhaupt unter, also namentlich vielleicht zu einem frühen Stadium eines Klärungsprozesses sich fragt, welche Gesetze hier überhaupt greifen oder vor welches Gericht was gehört, ja, das ist auch ja manchmal umstritten und so, dann ist der Referent der Wahrheitsfrage das Recht, also der Diskurs selber und gar nicht die Realität draußen, auf die der Diskurs sich bezieht. Und das ist also, das heißt, wir haben hier mindestens vier verschiedene irgendwie Referenzprobleme bei der Frage nach der Wahrheit, ja? Und das allein ist aber schon Grund genug, sich jetzt nicht entweder auf die Seite des Konstruktivismus oder des Realismus zu schlagen, sondern zu schauen, welche Dimensionen in between gibt es denn. Ja? Namentlich im Strafrechtsverfahren handelt es sich natürlich um besonders brisante Fälle von Darstellungs- und Interpretationspraxis, geht es doch bei der Rekonstruktion eines tatsächlichen Tathergangs um Fragen von Schuld und Unschuld, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Herausfinden aber von Argumentationsstrategien und Gesichtspunkten, die überhaupt geeignet sind, die Rechtfertigungsschwelle bestimmter Gesetze und Paragraphen zu passieren, ist eine Frage des darstellerischen Zuschnitts. Unter Umständen auch dessen, was Robert Cover Interpretive Commitments nennt. Hier kann es Freiheitsspielräume der Auslegung geben, aber natürlich auch Einfallstore für Winkeladvokaten und Rechtsverdreher. Die Rechtsprechung basiert auf performativen Prozessen eines Urteilsgeschehens, das sich hergestellten Darstellungen verdankt, mittels derer Interessen durchgesetzt werden oder unterliegen. Ja, und da auch da wieder der Einsatzpunkt für Kritik, um zu gucken, wer stellt hier was mit welchem Interesse dar. Es sind aber Prozesse des Abwägens und Gewichtens, und das heißt der Perspektive,
die darüber entscheiden, wie das Recht seine Anwendung findet. Anklageschriften und Verteidigungsreden, die beanspruchen, Wahrheitsfindung zu sein oder zu betreiben, basieren auf darstellerischen Tätigkeiten der Figuration, Formulierung und Perspektivierung. Konkurrierende Narrative liefern unterschiedliche Versionen eines Tathergangs und legen fest, welche Gesetze überhaupt in Anschlag zu bringen sind, unter welches Allgemeine also ein konkreter Fall zu subsumieren ist. Das politisch Werden des Rechts hängt, wie Ronald Dworkin zeigt, an seiner Interpretativität. Der von Jacques Derrida aufgegriffene Skandal amerikanischer Rechtsgeschichte, der Fall Rodney King, ist exemplarisch geeignet, die Stellung des Darstellens zwischen Dokumentation und Inszenierung zu entfalten. Zeigehandlungen können ebenso wohl einen Anschein erzeugen, wie sie auch entbergen können. Sie können also ebenso sehr vermitteln, in einem neutralen Sinne, was immer das ist, wie auch verfälschen. Der 1992 für Schlagzeilen gesorgt habende Fall eines Afroamerikaners, dessen Niederschlagung durch die Polizei zufällig von einem Augenzeugen per Camcorder mitgeschnitten wurde, hätte theoretisch sämtliches Vertrauen in Überwachungskameras als Technik der Beweisführung oder als Mittel der Dokumentation nachhaltig erschüttern müssen. Das filmische Material, von dem die unbedarfte Meinung annehmen musste, dass es zur eindeutigen Belastung der mit Schlagstöcken auf einen am Boden liegenden Mann einprügelnden Polizisten dienen würde, wurde vor Gericht sowohl von Seiten der Staatsanwaltschaft wie auch der Verteidigung verwendet, und zwar für deren jeweilige Beweisführung, das heißt für deren Zeigeabsichten. Denn das geschnittene und montierte Material taugte zur Entlastung wie zur Anklage, weil es mit Hilfe von selektiven Ausschnitten, Zeitlupenaufnahmen, angehaltenen Momenten, Framing und Reframing so lange bearbeitet wurde, bis es die Polizisten nicht mehr eindeutig belastete. Derrida nimmt dies zum Anlass, die Differenz von Beweis und Zeugnis zu ventilieren. Die medientechnisch erhobenen Daten hätten zwar den Status von Beweisstücken, aber um etwas zu bezeugen im Sinne so einer authentischen Darstellung, bedürfe es des Zeugnisses von jemandem, der bezeugt, so Derrida, jemand, der gewissermaßen einen Gesamtsinn für die Situation mitbringe und sich moralisch verpflichten könne. Und dazu reichten eben die herausgeschnittenen technisch überlieferten Daten nicht hin. Soweit Derridas Rekonstruktion oder Vorschlag. Nun wissen wir jedoch auch von Zeugenaussagen, wie sehr diese verfälschen können, weil die Betroffenen sich eben wirklich anders erinnern. Soziologische Studien, die Augenzeugenberichte von Zeitgenossen des Zweiten Weltkrieges auswerteten, ergaben wiederholt, dass auch die scheinbar authentischen Berichte der Zeitzeugen alles andere als belastbare Nachweise des tatsächlichen Geschehens sind. Vielmehr ist es so, dass auch das menschliche Erinnerungsvermögen eine Art Darstellungsmodus des Erfahrenen ist. Denn im Gedächtnis der Betroffenen setzen sich die Ereignisse nach Maßgabe nachträglicher Verarbeitung neu zusammen. Trotzdem akzeptieren wir die Bilder einer Überwachungskamera im Straßenverkehr als unwiderlegbaren Nachweis einer Geschwindigkeitsübertretung und halten es mit Roland Barthes, wenn wir das Foto, das uns auf einer Party zeigt, an die wir uns nicht mehr erinnern, jederzeit für die Beglaubigung dessen nehmen, dass wir doch dort gewesen sein müssen, n'est-ce pas? Derrida, Roland Barthes avec cette, dans la chambre claire, avec cette fameuse diction que ce qui montre, la magie de la photographie existe dans le fait que qu'elle montre quelque chose qui a vraiment été là, vraiment devant l'appareil, devant l'œil du photographe, que cela a vraiment été, comme dans cet exemple de l'assassin de Abraham Lincoln, est toujours très convaincu, je crois. It's still very convincing, because otherwise, all these proof of evidence, all these pictures that are showing us in famous sightseeing tours or so, wouldn't work. If he wasn't right with this notion of Saeté. Also, deswegen meinte ich,
Hubert Damisch hat ja recht zu sagen, man mag diese metaphysische Zumutung der Abbildlichkeit irgendwie zurückweisen, aber so ganz verabschieden können wir sie eben auch nicht, weil sonst die ganzen Sachen, die Fotos, die uns irgendwo zeigen und damit beweisen sollen, dass wir da gewesen sind, nicht mehr funktionieren würden. Darstellungstheoretisch scheint mir der Fall Rodney King daher geeignet, die Unterschiede zwischen Vermitteln und Verfälschen auszuweisen. Between mediation and corruption, between pictures as verification and pictures as manipulation. Unbestreitbar ermöglichen die Techniken der Aufzeichnung des Bildes wie der Schrift eine Repetitivität, durch die die Dinge wieder und wieder vor Augen geholt werden können. Aber die entscheidende Frage ist, als was sie wiedergeholt werden und welche Sichtweise dadurch artikuliert wird. Das, was im Fall Rodney King zur Rechtsverdrehung genutzt wurde, ist eines der wichtigsten gestalterischen Mittel der Kinokunst. Film theorists may know this famous Kuleshov experiment, or that what we call Kuleshov experiment, a Russian filmmaker who made this experiment that Alfred Hitchcock later repeated, that he juxtaposed a picture of a single expression of an actor with a picture of a child, a picture of a cup of soup, a picture of a dead body in a coffee. And spectators would have sworn that it is a variety of expressions and always a different expression in the face of the actor. Hitchcock hat das experimentell nachgestellt und in Fenster zum Hof, glaube ich, auch einfließen lassen. Also ich will sagen, dass die Filmtheorie weiß, ja, dass das Filmbild, was immer es ist, nur ist, weil es zwischen anderen Bildern ist und sich der Position zwischen anderen Bildern verdankt. Ja. Und das hat man mit diesem Rodney King-Material eben auch gemacht. Und auch hier haben wir also wieder so etwas, das wir aus dem Ästhetischen kennen und natürlich auch schätzen. Ja, Montage als filmkünstlerisches, darstellerisches Mittel, hoch elaboriertes Mittel, bestimmte Ansichten zu zeigen und zu figurieren. Ja. Hier als Mittel der Verfälschung und der Entkontextualisierung und eben sogar der Unrechtsprechung verwendet wurde. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass die Unterschiede zwischen Beweis und Zeugnis nicht entlang der Demarkationslinie zwischen Menschen und Medien verlaufen, also Medien jetzt in dem Sinne von Apparaten, von Film und Fotografie, technischen Aufzeichnungen und so etwas. Ebenso wenig gibt es eine trennscharfe Grenze zwischen Dokumentation und Fiktion, Indexikalität und Konstruktivität des Bildes. Und dies noch nicht, und das ist eben schon witzig, ja, dies noch nicht einmal bei Medien, deren mimetisches Vermögen so ausgeprägt ist wie das von Fotografie und Film. Ja. Wir können natürlich sagen, wenn noch nicht mal der Film die Dokumentationsleistung erbringt, ja, wie denn dann so etwas Unzuverlässiges wie das Gedächtnis? Ja. Also noch nicht einmal Film und Fotografie und umso weniger dann vielleicht auch Sprache oder Vorstellungsvermögen. Vielmehr aber trotzdem, umso mehr ist es die Arbeit einer kritischen Medienkompetenz, die Unterschiede zwischen Vermittlung und Verfälschung innerhalb einer jeden Darstellung und sei es eben auch eine dokumentarische Darstellung herauszufinden. Alles andere wäre Vermittlungsvergessenheit. Und so wird man, wenn man das Bildmaterial vom Fall Rodney King mit den Zeugenaussagen und den Arztberichten zusammennimmt, wie jeder Historiker das tut, wenn er viele Quellen zu Rate zieht und vergleicht und schaut, wo welche Quellen konvergieren, ja, sehr wohl zu dem Schluss kommen können, dass es sich bei der Darstellung der Verteidigung der Polizisten um eine falsche, verfälschende Darstellung handelte, welche eben der Grund ist, warum es sich bei diesem Fall um Unrechtsprechung handelt. Ja. Deswegen meine ich, brauchen wir die Wahrheit keineswegs preisgeben, sondern wir können bessere von schlechteren Darstellungen, Verfälschungen von Vermittlungen unterscheiden. Gleichwohl verhält sich die verfälschende Filmdarstellung zu einer beeideten Zeugenaussage, der wir for the sake of the argument unterstellen wollen, dass der Zeuge weder lügt noch sich irrt, nicht wie eine Darstellung zur Wirklichkeit, aber wie eine falsche Darstellung zu einer richtigen. Auch bei der Zeugenaussage handelt es sich um eine Darstellung. Aber man hat es bei einer eidesstattlichen Aussage keinen oder sehr wenig Grund, ein falsches Zeugnis anzunehmen.
Dem prinzipiellen Vermittlungscharakter jeder Darstellungsleistung entkommt man dadurch allerdings nicht. Grundsätzlich können Zeugenaussagen genauso korrumpierbar sein und für jede Zwecke dienstbar gemacht werden wie das Bildmaterial. Zeugenaussagen sind wie jede andere Darstellung auch ein Medium der Übertragung, das heißt partiell metaphorische Perspektivierungsleistungen. Und wenn jemand einwenden wollte, dass darin eine unerträgliche Relativität von Interpretationen liege, hätte er recht. Doch zeigt sich darin zugleich, dass es etwas gibt, von dem die Darstellung Darstellung und die Interpretation Interpretation ist. Und der kritischen Analyse bleibt nichts anderes übrig, als danach im Abgleich verschiedener Darstellungen zu suchen. Dritter und letzter Punkt auch. Ian Hacking ist Philosopher of Science, had shown that even for science, for natural sciences, that they are depending on representations, ja, und hat für wissenschaftliche Darstellungen gezeigt, dass die Welt nicht als dasjenige verstanden werden kann, was den Darstellungen vorausgeht, sondern dasjenige, was umgekehrt aus ihnen folgt. Zitat: If reality were just an attribute of representation, we had not evolved alternative styles of representation, then realism would be a problem neither for philosophers nor for the aesthetics. The problem arises because we have alternative systems of representation. Weil es sozusagen das Dargestellte in einer Weise geben muss, kann es, den Sellers allerdings Myth of the Given nennen würde, kann es verschiedene Versionen davon geben. Kann es immer neue, in der Kunst haben wir damit keine Probleme, weil es eben immer neue Versionen von Hamlet geben kann oder so. Aber bei der naturwissenschaftlichen Realität oder dem ontisch Gegebenen oder sowas macht uns das natürlich mehr Unbehagen. Und Hacking meint aber genau das wäre, und zwar in zunehmendem Maße bei diesen technisierten Naturwissenschaften, die überhaupt erst technisch herstellen müssen, technischen Aufwand betreiben müssen, um etwas untersuchen zu können, wäre das der Fall. Dennoch ist Hacking aber kein unbedarfter Konstruktivist, der den Begriff Realität ohne weiteres preisgeben würde. Sondern er meint, die alternativen Darstellungen bezeugen gewissermaßen, dass es das Dargestellte gibt. Eben weil es mehrere Möglichkeiten gibt, dieselben Fakten darzustellen, ist es die Aufgabe einer darstellungstheoretischen Medienkritik, bessere Darstellungen von schlechteren Möglichkeiten zu unterscheiden. Nur ist es falsch, dass solchermaßen Bezeugte mit einer objektiven Gegebenheit vergleichen zu wollen. Another example for this dependencies of representation from another discipline, namely from historical sciences, is Hayden White, a historian. Hayden White hat den Geschichtswissenschaften aufs Unliebsamste nachgewiesen, eine darstellerische, literarische Disziplin zu sein, wenn er schreibt: But it is wrong to think of history, and we could add of culture, of history as cultural practice. To think of history as a model similar to a scale model of an airplane. For we can check the adequacy of this later kind of model by going and looking at the original and by applying the necessary rules of translation and seeing in what respect the model has actually succeeded in reproducing aspects of this original. But historical structures and processes are not like these originals. And neither are cultural processes. And das ist wieder der Punkt, an dem dieses Abbildlichkeitsparadigma verabschiedet werden muss. Ja. Doch die Debatte ums, das war schon meine letzte Folie, die Debatte ums Bezeugen interessiert nicht als erkenntnistheoretisches Problem, sondern vom Standpunkt einer kulturwissenschaftlich gewichteten Darstellungstheorie. Deren Pointe besteht in der Einsicht, dass Dokumentation und Fiktion Unterscheidungen sind, die im medialen Gefüge je verschieden gewichtete Konstellationen ausbilden. Das heißt, eine Darstellung ist auf ihr jeweiliges Verhältnis von fiktionalen und dokumentarischen Anteilen hin zu befragen und die Perspektivierungsleistung ist auf ihre Zeigeabsichten hin zu prüfen.
um dann die strategisch angestrebten Effekte unter Umständen auch konterkarieren zu können. Ja? Also wenn man Darstellungsstrategien durchschaut, kann es eben auch Gegendarstellungen geben. Jedes Revisionsurteil einer höheren Instanz beruht auf der hermeneutischen und interpretatorischen Verfassung des Rechts. Aber Verstehen und Verständnisse sind weder ausschließlich sprachlich, noch sind sie intrinsische Bewusstseinsleistungen, die ein Jurist mit sich allein aushandeln könnte. Vielmehr schlagen sie sich nieder in medial verkörperten Formulierungen, welche für das Verständnis notwendig eine Wahl darstellen. Und es ist eine Freiheitsdimension des Raumes der Gründe, dass solche Wahl niemals alternativlos ist. Der Bilderstreit wird weitergehen, denn in konkurrierenden Darstellungen prallen umkämpfte Geltungsansprüche aufeinander. Sie operieren mit Wahrheitspostulaten und Lügenvorwürfen dort, wo meistens nur Mischungen von Rekonstruktion und Konstruktion vorliegen, welche ihrerseits gelesen und gedeutet werden müssen. Aber wenn richtig ist, dass die Eigentümlichkeit jeder Darstellung in der Sichtbarmachung einer Sichtweise liegt, dann gibt es mindestens zwei gute Gründe, ihnen eine kritische Analyse zu widmen. Erstens nämlich bedürfen die Sichtweisen und Vorstellungen der Präsentation und Sichtbarmachung, damit überhaupt ein Wissen um sie entstehen kann. Ja, also damit wir überhaupt uns über die Interpretation verständigen können, die, Habermas nennt das, mitlaufende Hintergrundüberzeugungen, ja, um so etwas sich zu verständigen können, müssen die eben in Darstellungen überhaupt erstmal ästhetisch vernehmbar werden. Sonst liegen die uns eben im Rücken und können nicht kritisch distanziert werden. Und zweitens können wir durch viele Darstellungen aufmerksam werden auf alternative Sichtweisen oder bis dahin unbemerkte Auffassungsmöglichkeiten. Rechtsästhetik könnte hiermit, wie ich meine, an Rechtsrhetorik anschließen, wird jedoch mehr als jene auf die ästhetisch vernehmbaren Charakteristika zu achten haben, welche keineswegs in der Hauptsache sprachlicher Natur sind, sondern die sich in performativen Darstellungsakten zeigen. Ich komme zum Schluss. Eine kritische Darstellungstheorie besteht im analytischen Fokus nicht nur auf den einzelnen Figuren, sondern überhaupt auf der Operation der Figuration. Sie untersucht die Hergestelltheit von Darstellungen, die Vorstellungen, die ihnen vorausliegen, aber auch aus ihnen folgen und fragt danach eben, wer was zu welchen Zwecken darstellt. Wo die Hergestelltheit einer jeden Darstellungsleistung eine systematische Berücksichtigung erfährt, können auch Gegendarstellungen zur Geltung kommen und andere Sichtweisen erprobt werden. Vielen Dank. Ich hatte irgendwie auch was vorbereitet. Ja. Ich dachte mal ganz kurz, mal ist ganz einfach. Also irgendwie eine blöde Idee vielleicht gewesen. Ich habe mich gefragt, wie gibt's denn irgendwie, kann man denn Recht überhaupt darstellen? Geht ganz schnell. Ich habe mal eine einfache Vorschrift genommen. Verträge sind so auszulegen wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Versuchen Sie das mal darzustellen. Verbildlich. Machen Sie mal. Oder 166 ist ein besonders schöner Absatz 2. Tritt der Wille in fremdem Namen zu handeln aus dem Vertretungsrecht nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens im eigenen Namen zu handeln nicht in Betracht. Ist eine der schönsten Vorschriften des BGB. Oder auch der Herausgabeanspruch. Nicht? Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Ohne Grund, und da geht das ganze Abstraktionsprinzip hinein und so weiter. Aber stellen Sie das mal dar, machen Sie mal. Ne? Abstraktion kann man versuchen, abstrakte Kunst und so weiter probieren. Bisschen schwer die Beziehung, geht so weiter, geht ganz schnell. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Lüpertz hat das probiert, hat ja Grundgesetz kommentiert, verbildlicht. Bringe ich beim nächsten Mal mit für unsere Runde, Diskussionsrunde. Und ich habe jetzt gerade das Bild nicht zur Verfügung gehabt zu Artikel 1, das ist aber auch relativ schwierig. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold, haben Sie mal gesehen, die könnte man eigentlich so machen. Warum macht man die nicht so? Das war Herr Tönnissen. Das steht überhaupt nicht drin in diesem Artikel 22, wie eigentlich die Bundesflagge aussehen soll. Warum so macht man die? Wäre doch, finde ich, viel interessanter, ehrlich gesagt. Finde ich viel spannender, viel amüsanter. Und so geht das weiter, Artikel 79 Absatz 3, die Bestandsgarantie bzw. Nichtveränderbarkeit, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 21 bis 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig einfach. Auch das stellen Sie mal schön da einfach.
Im Strafrecht wird es einfacher, wenn jemand umgebracht wird, zwischen Totschlag und Mord wiederum nur per Verbildlichung zu entscheiden, wird schon zu unterscheiden, klappt schon mal nicht mehr so ganz. Alles ziemlich schwierig mit der Verbildlichung. Ja? Das ist einfach. Embleme der Gerechtigkeit, Probleme der Nichtdarstellbarkeit und so weiter. Aber wo es mit der sprachlichen, rein normativen, wo es mit dem Normsinn zu tun haben, einfach, wird die Darstellung ungemein schwierig und ungemein problematisch. Justitia, Rechtsornamentik und so weiter, das können wir alles durchspielen. Organisatorische Dimensionen, Rechtswege, Rechtsmittel können wir auch verbildlichen. Solche Bäume, Entscheidungsbäume, und da wissen wir, wie wir zum Bundesverfassungsgericht kommen und zum Bundessozial- und sogar bis zum Bundesarbeitsgericht kommen, wenn wir da den richtigen Rechtsweg einschlagen. Ja? Das kann man alles verbildlichen, kann man darstellen, und man kann natürlich die rituelle Dimension, kann man repräsentieren, den Effet de Manche, oder man kann auch unerfreulichere Tatbestände, das Anlegen der Hoheitszeichen an Richterruhm, das war 36 im Kriminalgericht Moabit, auch so etwas lässt sich repräsentieren, das lässt sich zur Darstellung bringen, das kann man jetzt noch weiter überformen. Der Normsinn, das wäre jetzt nur meine kleine Erkenntnis heute Nachmittag. Der Normsinn ist ungemein schwer in eine Darstellung zu übersetzen, nicht sprachlicher Art. Das ist alles, was ich sage. Mehr habe ich nicht. Vielleicht, ob das eine richtige Erkenntnis ist, wie stabil das ist, müsste man noch mal sehen. Wenn man das Gegenteil nachweisen könnte, also das ist ja eines der Hauptprobleme, sozusagen der deontischen Kraft der Bilder. Wie, wenn ich mal nur einfach bei der Visualisierung bleibe, es gibt ja oder im Film und verschiedenen anderen Medien, wie soll ein normativer Sinn, so soll es sein, aus der bloßen Darstellung herausspringen einfach und uns anspringen sozusagen mit dem Aufforderungskram. Thou shall it be einfach. Das ist das Problem. Und das ist ungemein schwierig. Und deswegen und gleichzeitig gehen wir aber davon aus, deswegen nervt uns die Bilderflut, deswegen stören wir uns dann, weil die Bilder ja gleichwohl so auftreten. Und wenn Sie in Zypern sehen, wie Griechen und Türken jeweils praktisch die Bilder austauschen können über Gräueltaten, die sie jeweils aneinander begangen haben, dann lernt man was über den Gebrauch von Bildern. Aber das hat mit den Inhalten gar nichts mehr zu tun einfach, sondern das hängt mit Kontexten der Darstellung von Gewaltsamkeit ab und dem, was man daraus ableitet für ein praktisches Verhalten zu diesen Dingen. Also da stecken aus meiner Sicht noch ungeheure Probleme drin, gerade wie wir Normativität mit dem Bildmaterial verbinden, wie und unter welchen Umständen diese Normativität daraus erwächst, in welcher nachvollziehbaren Weise. Und das, meine ich, bleibt auch immer noch ein Problem vielleicht einer Darstellungstheorie, wie aus dem Dahinstellen eine Stellung nehmen wird, sozusagen innerhalb dieses Sprachspiels. Mir fällt mir im Moment nicht mehr ein, irgendwann muss man Schluss machen, meine Damen und Herren. Ich möchte das nicht tun, ohne Eva Schürmann ganz herzlich zu danken dafür, dass sie uns dermaßen einfach hier angeschubst hat und uns zum eigenen Nachdenken und Überlegen motiviert hat und gebracht hat auch. Und Sie alle ganz herzlich einladen, unten im Emil-Dürkheim-Salon, wie wir das immer im Anschluss an den Forumsvortrag tun, sich an Getränken und diesen leider nach wie vor ungenießbaren Salzstangen zu erfreuen. Also, wir sehen uns gleich unten wieder und nochmals herzlichen Dank an